mitbekommen habe, hält ja die AfD-Fraktion an Herrn Glaser fest. Ist es dann eigentlich so, wenn es jetzt quasi die AfD als stärkste Kraft in die Opposition gibt, dass die euch da keinen Strich mehr durch die Rechnung machen können? Nein. Es ist völlig unabhängig von dem, wie stark wir sind. Der stellvertretende Bundestagsvorsitzende wird im ganzen Plenum gewählt. Und da haben wir halt die Mehrheit nicht. Die haben sich abgesprochen und gesagt, den AfD-Kandidaten, egal wer das ist, wird man nicht wählen. Und haben ihn auch durchfallen lassen. Und jetzt ist es so, dass Glaser in die anderen Fraktionen geht und steht in Rede und Antwort, spricht über Islam, damit sie die Möglichkeit haben, festzustellen, dass er doch ganz normaler Mensch ist und dass er recht hat. Aber das ist wieder nur eine Show. Also ich vermute, sie werden ihn wieder durchfallen lassen. Einfach wegen der Absprache, nicht weil Glaser kleine Kinder verspeist haben geworden. Ja, seien wir doch ehrlich. Der Mensch war, ich weiß nicht, 40 Jahre hoch angesehenes Mitglied der CDU, war Stadtgeneral in Frankfurt am Main. Der hat hunderte von Millionen verwaltet, in seiner Verantwortung gehabt. Wenn er das geblieben wäre, würden die ihn auf dem goldenen Podest zum Bundestagsvizepräsidenten hochtragen und es ist immer die gleiche Person. Ja? Der wird einfach nicht gewählt, nur weil er in der AfD ist. Das ist so. Und die gleichen Leute, die sagen, oh, mit Glaser haben wir ein Problem, hatten kein Problem, die Kommunistin Pau zu wählen. Und diese blöde Trolla von den Grünen, das kann ich nicht anders sagen. Ja. Diese unsägliche Claudia Roth. Was für eine Heuchelei das ist. Ja, da geht es wirklich nicht um die Personen. Da wird jemand gewählt, der mit Linksextremisten auf den Demos mitläuft und draufsteht, Deutschland, du Stück Scheiße, Deutschland verrecke, ja, die wählen sie zu Vizepräsidentin des Bundestags. Das ist doch, das sagt doch alles. Ja? Aber bemüht es hier. Wenn du jetzt mal kurz auf Pause drückst, dann sage ich etwas, was noch der